Willkommen beim Morocco Discovering Podcast, der Show, die dich in das wunderschöne Land Marokko entführen wird. Ich bin deine Gastgeberin Sandra Youssi. In jeder Folge erkunden wir die marokkanische Kultur, Geschichte, Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten. Echte und praktische Informationen von erfahrenen Reisenden wie mir. Unser Ziel ist es, dir zu helfen, falls du Schwierigkeiten bei der Planung einer Reise nach Marokko hast. Morocco Discovering erstellt personalisierte Tourpakete, die sicherstellen, dass du unser Land genauso genießt wie die Einheimischen. Folge uns bei Morocco Discovering. Und jetzt lass uns auf Entdeckungsreise gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. In dieser Folge werden wir mit Jamal, meinem Ehemann, sprechen. Jamal ist Marokkaner aus dem Südosten des Landes. Und er ist derjenige, der hinter mir in diesem Podcast steht. Er liebt es, über Länder und Kulturen zu lernen. Heute plaudern wir einfach über Marokko selbst. Eine Art Einführung in das Land und geben uns einen Vorgeschmack darauf, was es dort zu entdecken gibt. Wir werden in jeder Folge genauer erkunden. Du wirst wahrscheinlich von Zeit zu Zeit von Jamal hören. Jamal, herzlich willkommen in der Show. Ich freue mich sehr, dich hier zu haben und ich möchte dir einfach für viele Dinge danken. Ich bin wirklich sehr dankbar für all deine Hilfe, deine Professionalität, dein Talent und auch deine Zeit. Vielen Dank und willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank, Sandra. Also, ich nehme in dieser Folge sozusagen die Position eines deiner Zuhörer ein, die neugierig auf Marokko sind und sich fragen, was sie von dieser Show erwarten können. Also zuerst einmal, erzähl uns, was war deine Motivation, einen Podcast über Marokko zu machen? Viele Leute machen Videos oder Blogs und andere Art von Dingen und vielleicht machst du das auch. Aber was hat dich dazu gebracht, einen Podcast über Marokko zu machen? Das ist eine wirklich gute Frage, Jamal. Wo fange ich da nur an? Wir haben Blogs gemacht, wir haben Videos gemacht, wir machen immer noch Videos, bisschen Blog. Ich hätte nie gedacht, dass es einen Bedarf an einem Podcast über Marokko gibt. Aber als ich meine Hausaufgaben gemacht und recherchiert habe, habe ich wirklich erkannt, dass es absolut notwendig ist. Und es gibt wirklich nichts, das speziell über Marokko spricht. Vielleicht findet man etwas, aber es ist auf Englisch, nicht auf Deutsch. Selbst die Podcaster draußen handeln in der Regel vom Reisen im Allgemeinen. Aber wenn es um Marokko geht, gibt es definitiv eine Lücke. Und es gibt so viele, so viele Informationen und Mehrwert, die wir den Zuhörern bieten können. Es hat mich wirklich dazu verleitet, den Podcast zu starten. Cool. Ja, es ist eine großartige Gelegenheit. Ich finde, Marokko ist in einer einzigartigen Position, weil es ein Ort ist, mit dem viele Menschen vertraut sind. Aber sie wissen vielleicht nicht so viel darüber. Glaubst du, dass es heutzutage viele Ressourcen gibt, um mehr über Marokko zu erfahren? Oder ist es schwer, genau Informationen darüber zu erhalten? Informationen über Marokko zu erhalten? Nein. Genaue Informationen zu erhalten? Ja. Denn wie gesagt, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und nach Marokko-Destinationen gesucht. Alle möglichen Informationen über Marokko. Und wenn ich diese Blogs lese, wenn ich diese Wie reise ich nach Marokko lese, was auch immer dieser Blog ist, gibt es viele Fehlinformationen, viele ungenaue Informationen. Für mich ist das wirklich nicht fair, weil diese Informationen für immer online bleiben werden. Also wenn jemand nach Marokko reisen will, wird er von dieser Informationen in die Irre geführt. Es ist nicht korrekt. Und das verstärkt noch einmal die Notwendigkeit eines Podcasts, insbesondere über Marokko. Welche Art von Dingen möchtest du, dass deine Zuhörer aus deinem Podcast lernen und mitnehmen, damit sie besser über Marokko informiert sind? Nun, ich würde sagen, die Kultur. Die Kultur ist etwas Wichtiges und auch etwas, worüber die Marokkaner sehr stolz sind. Und was siehst du im Fernsehen? Was siehst du in den Medien? Es ist nicht unbedingt zu 100% korrekt oder wahr. Marokkaner sind sehr offene Menschen, sehr aufgeschlossen, äußerst gastfreundlich.
was sage ich da, sehr gastfreundlich. Und das ist es, was ich möchte, dass die Leute über Marokko wissen. Jeder ist willkommen, besonders die Europäer. Weißt du, die Beziehung zwischen Marokko und Europa, wir sind Verbündete und auch die Entfernung von Europa zu Marokko, noch genauer zwischen Marokko und Spanien, sind nur 15 Kilometer. Was zieht die Menschen in das Land? Was weckt ihr Interesse daran? Ach Jamal, wo fange ich da nur an? Ich würde definitiv sagen, an erster Stelle stehen die Menschen. Dann würde ich sagen, dass Marokko als Ganzes sehr, sehr vielfältig ist. Und wenn man es betrachtet, auch durch meine eigenen Augen, wirkt es sehr, sehr exotisch. Also ich weiß, dass es die Vielfalt, die Menschen, die Wüste sind, und die Menschen wollen einfach das Gefühl haben, dass sie ein paar Jahre zurück in die Vergangenheit reisen. Vielleicht 50 Jahre, vielleicht 100 Jahre. Und dann möchten sie dieses einfache Leben erleben, besonders wenn sie in die Berge und die Dörfer in den Bergen gehen. Und es gibt so viel Tourismus und so viele Dinge, die man in diesen Gegenden sehen kann. Was denkst du, was die Menschen wirklich sehen und erleben wollen, wenn sie erst einmal angekommen sind? Wie können sie ihre Erwartungen einschätzen? Nun, sie wollen natürlich so viel wie möglich von Marokko erleben. Aber das hängt einfach davon ab, wie viel Zeit sie haben. Wo übernachten sie? Übernachten sie in einer Großstadt wie Marrakesch oder Casablanca? Oder übernachten sie in den Vororten? Übernachten sie in den Bergen? Es hängt also wirklich davon ab. Die Kultur selbst ist sehr vielfältig. Die Menschen sind sehr vielfältig. Es gibt die Berber, es gibt die Araber. Und jede Stadt hat ihre eigene Kultur und Geschichte. Also Marrakesch hat seine eigene Kultur. Fez, Casablanca. Und jede Stadt ist bekannt für ein paar Dinge, die sie besser können als alle anderen. Okay, nun lassen Sie uns zurückgehen. Wenn jemand gerade erst dabei ist, Marokko zu entdecken und gerade erst anfängt, darüber zu lernen, wahrscheinlich haben Sie bestimmte Bilder und Erwartungen oder sogar Stereotypen über Marokko. Ja, und lass uns versuchen, einen Referenzrahmen zu setzen. Lass uns also einige Grundlagen durchgehen. Könntest du uns sagen, wie hoch die Bevölkerung ist? Wie ist die ethnische Zusammensetzung und die wichtigsten Sprachen? Aber natürlich, die Bevölkerung Marokkos beträgt zum jetzigen Zeitpunkt etwas über 36 Millionen Menschen. Und sie besteht aus verschiedenen Stämmen, den Arabern und den Berbern. Und bei den Berbern gibt es die Berber im Atlasgebirge, im Hohen Atlas, im Mittleren Atlas, im Kleinen Atlas und dann noch in der Sahara, in der Wüste. Und dort gibt es eine andere Berbersprache, die gesprochen wird. Wenn man in den Norden Marokkos geht, in die Rifberge, haben sie ihre eigene Berbersprache. Aber sie alle gelten als Berber. Verstehen sich die Menschen untereinander, sprachlich bezogen natürlich. Wenn man aus dem Atlasgebirge kommt, versteht man diese Berbersprache. Und es gibt drei verschiedene Arten davon. Also es gibt ungefähr, was die Berbersprache betrifft, ich könnte mich aber auch irren, aber mindestens fünf davon, nur im Berbisch selbst. Und wenn man aus dem Rif kommt, wird man die Menschen aus dem Atlasgebirge oder dem Süden nicht verstehen. Es ist also sehr unterschiedlich. Dann ist natürlich noch der marokkanische Dialekt Darisha genannt. Das ist das, was alle Marokkaner verbindet. Der Dialekt und Berber. Der Dialekt ist tatsächlich eine Mischung aus ein wenig Arabisch, Französisch, Spanisch, Deutsch. Also es ist sozusagen ein Buffet an Sprachen. Wow, ist es eher eine gesprochene Sprache? Ist es das, wenn die Leute schreiben? Was würden sie dann verwenden? Sie verwenden Arabisch. Arabisch ist jedoch nicht die erste Sprache, es ist die zweite oder die dritte Sprache. Also der durchschnittliche Marokkaner spricht wirklich mindestens zwei Sprachen. Dann diejenigen, die zur Schule gegangen sind, drei, vier Sprachen. Wenn wir über den Tourismus sprechen, da gibt es solche, die fünf, sechs, sieben Sprachen sprechen. Besonders diejenigen, die auf dem Markt arbeiten oder zertifizierte Reiseführer, aber auch nicht zertifizierte Reiseführer.
Was sind die wichtigsten Städte in Marokko und wie nah beieinander liegen sie? Die Hauptstadt Marokkos ist Rabat und das ist eine königliche Stadt, was bedeutet, dass es tatsächlich die aktuelle Hauptstadt der Alawiden-Dynastie ist. Also wenn man nach Rabat reist, merkt man, dass es die Hauptstadt ist. Es sieht so aus, die Politik findet dort statt, die meisten Konsulate befinden sich dort und man spürt es einfach. Ist es relativ gesehen eine neuere Stadt? Nicht wirklich, aber sie ist seit 1912 die Hauptstadt Marokkos. Und dieses Gefühl spürt man beim Erkunden der Stadt. Jedoch ist Casablanca die größte Stadt Marokkos und auch das Wirtschaftszentrum. Die Stadt ist sehr groß und hat eine eigene Autobahn. Sie wirkt auch etwas fortschrittlicher als einige der anderen Städte. Dann wäre da noch Fez. Sie ist die älteste Stadt und die zweitgrößte Marokkos. Wie auch Rabat und Marrakesch ist sie ebenfalls eine königliche Stadt. Sogar die erste königliche Stadt für die Idrissen-Dynastie. Genauso wie Meknes eine königliche Stadt ist. Sie ist jedoch klein im Vergleich zu den anderen, behauptet sich jedoch auf Bezug auf Kultur und Tradition und auch in Bezug auf Originalität. Dann ist Marrakesch ein wenig trendiger. Casablanca war früher beliebter als Marrakesch, aber Marrakesch ist jetzt beliebter als Casablanca. Sie hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr entwickelt und wurde bei den Touristen immer beliebter und auch als Hauptstadt Marokkos gehalten. Tanger ist der nächstgelegene Punkt Europas und es hat den größten Hafen Marokkos und auch in Afrika. Tanger hat in den letzten zwei Jahrzehnten die meisten, ich würde sagen, Entwicklungen gesehen. Also wenn man sich die Stadt vor 20 Jahren und heute ansieht, ist es wie Tag und Nacht. Es ist eine wunderschöne Stadt und wurde auch während des Zweiten Weltkriegs die internationale Stadt genannt. Da wäre dann noch Chefchaouen, das die blaue Perle genannt wird. Es ist eine sehr schöne Stadt. Sie hat ihre eigene Kultur. Die Leute haben gezeigt, dass sie keine Frühaufsteher sind, also erwarten sie nicht, dass etwas vor 10 Uhr morgens öffnet. Also sie sind sehr entspannt und sehr nette Leute. Und dann haben wir da auch noch die Windy City, die Essaouira genannt wird. Sie ist bekannt für ihr internationales Musikfestival, internationale Surfveranstaltungen. Natürlich auch Ouarzazate, das Tor zur Wüste. Dort wurden einige Szenen von Game of Thrones und vielen anderen berühmten Filmen gedreht. Wie kommen die Menschen zwischen den Städten herum und wie nah beieinander liegen sie? Ich nehme mal zu Anfang Marrakesch als Ausgangspunkt. Von Marrakesch nach Casablanca sind es circa 2,5 Stunden Fahrt. Dann von Casablanca nach Rabat dauert es etwa eine Stunde. Und wenn man nach Fez fahren möchte, sind es etwa 2 Stunden von Rabat. Von Fez kommt man in circa 30 Minuten nach Meknes. Als nächstes ist Volubilis. Das ist eine römische Ruine, welche sehr sehenswert ist. Circa 40 Minuten von Meknes entfernt. Essaouira ist, wenn man sich in Marrakesch befindet, würde ich sagen, etwa 2,5 Stunden entfernt. Und Ouarzazate ist etwa 3,5 Stunden südlich von Marrakesch. Die anderen Städte liegen im Norden und Westen von Marrakesch. Ouarzazate liegt im Süden und Marrakesch ist tatsächlich der Mittelpunkt Marokkos. Ouarzazate im Süden, Casablanca, Rabat und Essaouira im Westen. Fez, Meknes, Tanger und Chefchaouen befinden sich auf der Nordseite. Man wird überall das Gefühl haben, dass man sich in einer völlig anderen Stadt befindet. Es handelt sich entweder um die Berge oder die Wüste. Es hat diesen Look. Man muss nicht lange fahren, um eine andere Landschaft zu sehen. Wenn du eine Reise nach Marokko planst, klingt es so, als ob diese Orte besonders aus der Perspektive eines größeren Landes ziemlich nah beieinander liegen. Kann man also erwarten, dass man viele dieser Städte, viele dieser Ziele sieht? Hoffentlich auch etwas Zeit in der Wüste oder den Bergen verbringt. Ist es fair zu sagen, dass man in vielleicht ein paar Wochen viel sehen kann oder würdest du eher empfehlen, länger zu bleiben, vielleicht 2 oder 3 Orte zu wählen und das Beste aus ihnen herauszuholen? Ehrlich gesagt schwierig, diese Frage zu beantworten. Ich finde, es kommt immer darauf an, was man möchte. Es gibt
Menschen, die in einer kurzen Zeit so viel wie möglich sehen wollen und solche, die das Gegenteil wollen, die sich Zeit lassen wollen, Zeit haben, um einzutauchen, um zu erleben. Ich würde sagen, man sollte sich das aufteilen. Man hat zum Beispiel eine Woche Zeit, dann kann man sich zum Beispiel auf den Norden Marokkos fokussieren, sich den nördlichen Regionen widmen, wie Casablanca, Rabat, Chefchaouen, Fes, Tanger, Assila sehen. Oder eben Zeit im Süden verbringen in Marrakesch, einen Abstecher nach Essaouira, nach Agadir. Es gibt zum Beispiel viele Dinge allein in Marrakesch zu sehen, was unglaublich viel Zeit beansprucht. Man könnte auch nach Ouarzazate zu den Atlas-Studios fahren, nach Eid Ben Haddou, wo sie Game of Thrones Gladiator gedreht haben. Dort gibt es tatsächlich ein Museum, ein Gladiator-Museum und ein Game of Thrones-Museum. Und es werden ständig Filme dort gedreht. Man könnte also auf eine Kameracrew oder eine Produktionsfirma stoßen, die gerade einige Szenen in Eid Ben Haddou drehen. Auch von dort könnte man in die Wüste gehen und wieder zurückkommen. Das ist das, was ich empfehlen würde, eine Woche entweder den Süden oder den Norden zu erkunden. Weil man beides erkunden möchte, wie gesagt, in kurzer Zeit so viel wie möglich sehen will, dann würde ich mindestens 10 Tage empfehlen. Man kann die gleiche Reiseroute auch für 15 Tage machen und besonders in Fes und Marrakesch etwas mehr Zeit verbringen. Mit welchem Budget musst du eine Tourist für eine Woche in Marokko rechnen, zum Beispiel? Es kommt natürlich auf die Anzahl der reisenden Personen darauf an. Ist es eine Person, sind es zwei, ist es eine Gruppe, ist es eine private Tour? Sagen wir, es sind zwei Personen, also ein Paar. Ehrlich gesagt kann ich dir das so überhaupt nicht beantworten. Es kommt darauf an, was man erleben möchte. Ist es eine private Tour? Möchte man es einfach haben? Einfache Unterkünfte, einfache Essgelegenheiten? Wie möchte man in Marokko eintauchen? Oder mehr Luxus, 5-Sterne-Hotels oder Riads? Oder es kommt wirklich, das kann ich dir so nicht beantworten. Es kann von ein paar hundert Euro bis 2.500, 3.000 Euro sein. Das kann ich dir so wirklich nicht sagen. Weil eben, wie gesagt, je nachdem, an was man sich richtet, an welche Hotels, Übernachtungen, Verpflegung, das bestimmt das Budget für den Aufenthalt. Ich persönlich empfehle bei Reisen nach Marokko immer Riads. Besonders in größeren Städten wie Marrakesch, Fes, Essaouira, wenn sie denn verfügbar sind, denn sie sind anders als Hotels und bieten dieses authentische marokkanische Feeling, diese marokkanische Erfahrung. Wenn das nicht möglich ist, dann übernachtet man in einem Hotel. Ich würde sagen, ein 3-4-Sterne-Hotel ist gut. Ist ein Riad wie ein Homestay? Nein, es ist anders als ein Homestay. Riads sind ursprünglich marokkanische Häuser aus dem 19. Jahrhundert und sie sind in jeder Hinsicht sehr unterschiedlich und sehr aufwendig gebaut. Sie sind wirklich unglaublich schön. In den 90er Jahren hat sich Marokko sehr verändert, nachdem König Hassan II. Verstorben war und König Mohammed VI. Die Macht übernahm. Er änderte den Besitz von Dingen, insbesondere für Touristen und Ausländer. Früher, wenn man Ausländer war und etwas in Marokko kaufen wollte, konnten sie das nicht. Sie mussten einen marokkanischen Partner haben. Das hat sich geändert und Ausländer können jetzt Eigentum erwerben und zu 100% besitzen. Weil Marokkaner die Riads nicht mit den Augen eines Künstlers, eines Touristen oder eines Außenstehenden sehen. Besonders die Franzosen, die Europäer, sahen sie eher wie ihre Museen als alles andere. Sie sind einfach wunderschön. Also begannen sie zu kaufen. Und die Preise sind teilweise in die Millionen gestiegen. Es war verrückt. Jeder, der ein Riad hat, verkauft es für 1 oder 2 Millionen, was ein unglaublicher Preis ist. Das hat also wirklich das Spiel in Bezug auf die Riads verändert. Und diese Leute haben ihre eigenen Verbindungen in Europa. Frankreich oder Spanien
Also begannen sie, ihre eigenen Leute mitzubringen. Wenn sie also in Frankreich sind, zum Beispiel in Europa, müssen sie nicht mit jemandem in Marokko, sich nicht mit jemandem in Marokko auseinandersetzen. Sie können diese Erfahrung haben und es ist ihr Riad und es ist privat. Also können sie ihre eigene Gruppe von Leuten haben und zum Beispiel Kochkurse machen, alles was sie wollen. Und es hat das Geschäft ein wenig beeinflusst, besonders die Hotels. Deshalb würde ich eine Riad empfehlen, denn die Erfahrung ist so viel besser als im Hotel. Marokko hat einige fantastische Hotels, aber wenn man die Gelegenheit hat, in einem Riad zu übernachten, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ja, das klingt nach einer authentischen Erfahrung, das tun zu können. Okay. Bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich noch auf ein paar dringende Fragen eingehen, die die Leute wahrscheinlich haben. Wie geht es um Sicherheit? Wie empfiehlst du, sicher zu bleiben? Was können die Menschen in Bezug auf die allgemeine Sicherheit erwarten, wenn sie in Marokko reisen? Ich denke, das ist, egal wohin man auf dieser Welt reist, ein Thema, Sicherheit. Man muss wirklich schauen, dass man sich schützt und auf sich selbst aufpasst, dass man in gewissen Ländern nicht mit viel oder hochwertigen Schmuckkleidung reist, sich zeigt, weil die Armut doch sehr hoch ist. Und wenn man eine Tour bei uns bucht, ist ein Teil dieser Erfahrung die Sicherheit. Und ich spreche insbesondere von den Reiseleitern. Denn man bekommt ein Auto und einen Fahrer oder einen SUV, einen Bus, Minibus, der täglich zur Verfügung steht. Der Reiseleiter, der rund um die Uhr zur Verfügung steht. Und das Wichtigste ist der Reiseleiter, denn wenn man durch das Museum geht, durch die Märkte, zum Beispiel den Jemaa el Fna Platz in Marrakesch, es gibt leider sehr viele Betrügereien, viele Leute werden belästigt. Und wenn sie dann den Reiseleiter mit dem Abzeichen sehen, ist, als hätte man einen Leibwächter, man ist geschützter, wenige getrauen sich etwas zu sagen oder zu unternehmen. Ich empfinde, dass das mehr verschwindet. Und das wird auch eine Episode sein, über die wir in Kürze sprechen werden. Das ist also das, was ich in Bezug auf die Sicherheit empfehlen würde. Marokko ist jedoch generell ein sicheres Land. Wenn man betrogen wird, nähern sie sich einem, haben aber keine Absicht, einem in irgendeiner Weise zu schaden. Sie wollen einen um Geld betrügen, die Dinge teurer zu verkaufen, aber es ist bestimmt niemand gefährdet. Es ist gut zu wissen, dass es gut ist, vorbereitet zu sein, wenn man reist. Ich meine, Leute, die zuhören und die bereits gereist sind, sind wahrscheinlich mit vielen dieser Dinge vertraut. Also, behalten Sie einfach Ehrenverstand bei und wissen Sie, dass es ein sicherer Ort ist und dass es im Interesse des Landes liegt, die Menschen sicher zu halten, insbesondere Touristen. Denn wir alle wissen, dass sich der Ruf schnell ändern kann. Im Zusammenhang steht damit auch die allgemeine Gesundheit. Die Leute haben Fragen zum Trinkwasser, zu den Temperaturen, zu der Intensität der Sonne und so weiter. Was können wir in Bezug darauf erwarten? Was das Trinkwasser betrifft, ist die Art des Wassers für jede Stadt unterschiedlich. Casablanca ist anders als Marrakesch, als Fes und Rabat, aber ich persönlich meide es. Ich trinke es nicht, obwohl ich es getan habe, als ich in Marokko gelebt habe, aber jetzt ist es meinem Körper nicht mehr gewohnt, also kaufe ich immer Flaschenwasser. Es gibt eine lokale Marke namens Sidi Ali und kleine Flasche, 0,5 Liter, die etwa um die 3 Dirham kostet. Ungefähr 70 Cent entspricht. Die große Flasche, die 1,5 Liter beinhaltet und 60 Dirham kostet, was ungefähr 1 Euro entspricht oder nicht mal 1 Euro. So mache ich es für mich und für meine
beiden Kinder. Ich habe immer Flaschenwasser bei mir. Aber bezüglich des Werts lohnt sich schon, die größere zu kaufen. Das ist das, was ich euch empfehlen würde. Die Temperaturen ist eine gute Frage. Temperaturen variieren wirklich von Norden nach Süden, von der Mitte bis zur Küstenregion. Die Jahreszeiten ist jedes Jahr ist auch anders. Ich habe schon Winter erlebt, die ganz warm waren, und Winter, da haben wir gefroren. Die Küstenregion ist etwas feuchter als das Landesinnere. In Marrakesch ist es trocken, aber es kann wirklich sehr, sehr heiß werden, besonders im Sommer. Und man sollte sich wirklich in Acht nehmen von der Hitze. Genug trinken, Schattenplätze, Hüte tragen, sich gut eincremen. In den Bergen ist die Hitze schlimmer als in der Wüste, und sie müssen sich besonders in den Atlasbergen schützen. Um die Mittagszeit der prallen Sonne ausgesetzt ist. Es ist gut, wenn man sich mit dem Wetter auskennt, dass man einen Vorteil hat, was mitzunehmen, was anzuziehen, sich zu schützen. Und bei der Reiseleiter oder bei der Tour, die man bei der Reisegesellschaft bucht. Wenn man alleine reist, kann man es immer noch tun, aber es gibt Empfehlungen dazu, und das ist etwas, worüber wir auch später sprechen. Ja, genau. Deshalb bist du hier, um uns bei all diesen Dingen zu helfen. Es gibt so viel, worüber wir heute noch gestreift haben. Ich freue mich darauf, all diese Themen und mehr zu hören und wirklich ins Detail zu gehen. Ich meine, du kannst sehen, wie jedes dieser Themen eine Episode sein kann, in der es genauer erkundigt wird. Ich hoffe, dass wir von einigen mehr Leuten aus Marokko hören werden, sei es hier in Europa oder dass wir live vor Ort mit dir in Kontakt treten können. Es ist schön, auch einige lokale Stimmen zu hören. Und selbst einige Reisende, die in Marokko waren und einige Erfahrungen teilen. Wenn auch so jemand zuhört und sich in Verbindung setzen möchte, erzählen Sie uns Ihre Geschichte und teilen Sie uns etwas, das Sie in Marokko erlebt haben. Absolut. Ich bin überaus aufgeregt, und es gibt auch viel Wertvolles zu teilen und zu lernen. Also ja. Ja, und ich meine, selbst jeder, der neugierig aufs Reisen ist und gerne über Länder und Kulturen auf der ganzen Welt lernt, genau wie ich, das ist es, wofür wir hier sind. Also, das ist der Beginn von Morocco Discovering. Danke, dass du mich in der Sendung hast, Sandra. Es ist mir immer eine Freude, mit dir zu sprechen, Jamal. Ja, äußerst dankbar. Großartig. Ich mache das gern wieder. Absolut. Vielen Dank, dass Sie uns diese Woche im Podcast Morocco Discovering begleitet haben. Hinterlassen Sie eine Bewertung und finden Sie unsere Social Media Links. Wenn Sie selbst in Marokko waren und gerne eine Geschichte, Ratschläge oder Empfehlungen teilen möchten, sind Sie herzlich eingeladen, an unserem Podcast teilzunehmen. Ob es sich um eine 5-minütige Geschichte oder ein ausführliches Gespräch handelt, wir werden Sie durch die Schritte führen, damit Sie Ihre Erfahrungen mit unseren Zuhörern teilen können. Wir werden bald mit einer neuen Episode für Sie zurück sein, während wir unsere Erkundungen des wunderschönen Landes Marokko fortsetzen. Bis bald, eure Sandra.